So, also nun geht's hier wieder alles. Very Games mit der 2-0-Führung. Und Very Games auf Nuke haben wir heute schon gesehen. Area 51 hat die erste Map gewonnen in der Overtime gegen Very Games. Very Games braucht nun den Sieg hier auf Nuke, um es dann in eine dritte Map zu ziehen. Hast du auch die ganze Zeit hier diese Bot www.esc.com-Message bei dir? Ja, in der Mitte, ja. Oder was meinst du? Ja. Ja, hatte ich vorhin auch. Dann hatte ich diesen Drecksbug da, wo du immer hinter den Models warst. Kannst du mir kurz nochmal die Endzahl sagen? 21. So, wir probieren gleich nochmal ein Reconnect. Memphis und Dace noch. Dace, der ein sehr guter Ansager ist. Gestern dann natürlich auch viel über das Team von Area 51 von Enkai erfahren. Und bei Very Games Area 51 die Cider Map ist übrigens die E-Train. Erste Map war welche? Erste Map war, glaube das 2. Ja, das 2. Ah ja, stimmt, das war ja, ja, stimmt. So, Zeit vorbei, wir machen schnell Retry, in der Hoffnung, dass es dann weg ist. Jo, jetzt ist alles schön. Jetzt ist es schick. Also. So, und da wird hier geschrieben, dass mein Hut schuld sei. Ich möchte, dass alle Games, wo ich bei Infekity den Hut auf hatte, haben sie verloren. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass gegen den Nexus hatte ich den Hut auf und haben sie gewonnen. Und nur der hat sie hier ins Halbfinale gebracht. Fall. Ja. So, Existence steht gegen Molly beide. Noch. Und Nathan noch on spot. Macht hier auch den Kill. Und Hiko Last, den darf sich RPK schnappen. Switch da seine Farmers auf Naka. 4-0 Very Games. Und die erste Kill von den Amis kam nicht durch. Ja, ist aber wieder das Halle-Spiel, ne, von Very Games. Die spielen da mit ihren zwei Anti-Mollys und. Durch, RPK steht, aber macht er gute Hits und Existence mit dem Mollo in der Halle gewesen gegen den Gers. Galil trotzdem noch auf der Terror-Seite. Wieder zu dritt Richtung Halle. Damage-Aufbau bei den Ts. Allerdings werden hier keine Hits gesetzt. Und Smith an der Rampe mit Ave erfolgreich gewesen. Außen bauen jetzt hier Zemphis auf. Und Dazed ist da auf der Tube oben drauf. Soll dann nochmal eingenommen werden. Bombe ist down dort. Und der Molly nicht so perfekt.
da liegt ihre Bombe. Senf ist jetzt über unten. Schauen, was Dace da noch an der Rampe machen kann. RPK steht da, Smith steht dort. Man holt da sehr, sehr gut Zeit raus in den Tees. Bleibt nichts mehr anderes übrig, als zu sparen. Selbst kann da noch einen machen, steht da eine Molly. Und Dazed wollte da nochmal helfen gehen, aber dann ist er gefallen und damit ziehen sie raus. Runde Nummer 6 überlässt man hier ebenfalls Very Games. Nicht so wirklich einfach zu sein. Ich glaube, die Amis sollten ähnlich spielen wie die EC-Typen gegen Ende, wo sie außen und Rampe splitten oder so. Weil Halle finde ich gegen Very Games, die spielen da so krass auf Anti-Molly. Oder einfach mal direkt rushen, weil die Very Games achten eigentlich nur auf die Flashes, die oben reinfliegen oder halt wo angesagt wird. Ne? Ja. So, Smith wieder außen unterwegs. Da kommt wieder Semphis. Ja, und dieser Damage-Aufbau hat bislang auch noch nichts gebracht. Bei keinem Nuke-Match, was ich geschaut habe. Ich habe einmal einen schönen Bang von MNL, von unten Spot hoch Richtung ja, Cat. Ja. Das war der ja, einzige gute Bang, den ich bisher gesehen habe. Ich glaube, ich noch so eine 1-6-Krankheit, ja? Denke ich. Nö, ist ja gut so. Ich finde es ja schön, wenn es Bangs gibt. Ja, ja, schon, aber funktioniert irgendwie nicht. Also heute habe ich auch noch keinen gescheiten Bang gesehen. Boah, Smith. Einfach stark da abgelaufen. Und Nikolas an der Rampe. Einfach Dauerfeuer drauf. Das gelingt nicht. RPK, der immer wieder rumsteppt und sein Einzelfeuer abgibt, macht es zum 7-0. So, und für alle, die Probleme haben mit dem Stream, nochmal der Hinweis, mittlerweile müsste es einen Foren-Thread geben, falls es den gibt, bitte auch mal unter die Livestream-Comments posten und dort eure Eintragung machen, welchen Internetanbieter ihr habt, welchen Browser ihr benutzt und vielleicht noch welche ja, Anbindung ihr habt. So, jetzt gibt Kenny da auch ja. Einiges zu tun. Kommt aber weg mit 75 HP, hat die Arme. Und zieht da einfach durch die Smoke und setzt den Kopf. Ja, und Smith auch wieder runter auf. Abgang unten. Smith ist aber auch schon wieder da, macht auch den Frag. Holt den Bombenleger gleich. Nee, doch nicht. CCK da im falschen Timing erwischt. Und hat da gerade wieder eine Flash, wollte die Richtung U-Bahn da werfen. Ja, aber Very Games schon sehr dominant auch gegen ESC auf Nuke. Wahrscheinlich schon einer ihrer besseren Maps. Ja, war ja auch in Source-Zeiten so, dass keiner eine Chance hatte gegen sie auf Nuke. Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich schon. Wir haben sie 16-1. Sie waren eine der wenigen Teams, die es verstanden haben, diese Flash da gezielt durch Dark Smokes. Den AWP Tower. Boah, und Kenny wieder so ein starker AWP Shot. Kann aber wieder ansagen, dass das runter ist. Von unten wartet wieder keiner davon, Very Games. Jetzt aber das müssen wir schieben. Ich glaube, sie haben die Lücke ein bisschen gefunden, aber sie lassen sich dann picken. Schade. Oh, was ein Timing.
Hiko, beziehungsweise nein, TCK war das, der da zwei macht. Den einen in der Luft, den anderen im Schacht hinten. Trotzdem das 9-0 für Very Games. Also, Thread fürs Forum steht schon. Markus hat den gerade unter die Stream-Comments gepostet. Wer also Probleme hat, einfach da einen Post machen. Ich werde das heute Abend noch alles zusammentragen und dann weitergeben an die entsprechenden Personen. Und für morgen möchte man dann nochmal ein bisschen was umstellen und versucht das Mögliche. Wieder ganz defensiv. Versuchen aber über außen zu gehen. Zwei Leute Richtung außen. Vier Leute jetzt Richtung außen. Kenny wird da wieder zu tun kriegen. Ne, jetzt in die Smoke. Boah, eine Millisekunde früher. So, und Smith, ja. RPK, nein, Smith wäre es noch mit unten. Existence, glaube ich. Ja, Existence ist ja ein Toxic. Ja, aber die wissen, warten, was. Aber der Molly kommt gut. So, und jetzt ist nur noch Kenny. Nur noch, hat mir gefallen. Gegen drei. Gut. Haha. Aber sie wissen halt, wo er ist. Und die Bombe ist, glaube ich, auch schon oben. Kein Dauerfall. Erste Runde, Area 51. Ja, aber sie haben den Schlüssel, glaube ich, ein bisschen raus. Außen runter. Very Games zum Verschieben zwingen. Damit sie nicht mehr auf ihren Standardpositionen stehen. Ja. Wieder kommt da kein Bang an. Kenny müsste jetzt links schauen. Jetzt stecken sie auf jeden Fall mit mehreren über außen. Da ist ja noch Nathan, ja. Ah, und in dem Moment move da rein, in dem Moment geht's. Macht aber direkt den Frag. Flash gegen. Boah, Kenny hat schon wieder fast einen durch die Smoke geholt. Aber Existence ist auch schon wieder unten. Molly da jetzt. Und RPK muss aufpassen, Rampe kommt gleich noch nach. Jetzt vorne. Und auf alle Schuss verbraten, da TCK. Macht einen dann down und Days Last gegen Kenny und Existence. Kenny noch oben. Oh. So, Runde wieder zurück. Keine Bombe gelegt. Area 51. Money Brock. Kein Loser-Bonus mehr. Jetzt geht's wieder von vorne los. Ja, es ist. Haben sie jetzt auch drauf eingestellt mit außen und Very Games macht das sehr, sehr schnell, ne? Nach jeder verlorenen Runde stellen sie halt direkt um. Ja. Boah, jetzt kriegt Smith mal ein bisschen was zu tun. Endlich. Hier ist erstmal Waffen sammeln gewesen. Hat jetzt den Extensor, der den Pick gehört, Richtung Rampe. Nathan ist auch schon unten, hinter der Säule. Mit dem Tank da.
Existenz aber noch über Cat. Ja, das ist der letzte Tunk. Oh, wird dann gebankt von Nico und dann Kenny und Nathan beide drauf aufs Loch 11-1. Area 51 hat wieder Geld, könnten kaufen, wenn auch nicht wirklich viel. Kaum Rüstung dabei. So zwei, drei Runden wären schon noch gut. Was mich interessiert, wie dann die Amis-Ziele stehen, ob die eher offensiv gehen, ob die auch so mit Mollys arbeiten. Ich denke, gegen sie trainiert. Ja, aber nicht Nuke. Warum das denn nicht? Weil wir für die EPS keinen Nuke brauchen mehr. Angst? Wir haben von niemandem Angst. Dann wieder außen zur Hilfe. Macht auch wieder direkt den Frag. Und Halle wird komplett auf Retake gespielt hier von den CDs von Very Games. So, mal schauen. 5-on-4, Retake wird gestartet. Nathan wartet noch auf den Zeitpunkt für die Flash. Schön gespielt von SG. So, Kenny überlebt. Der T allerdings nicht, aber die zweite Runde für Area 51. Schöne Runde von Amerikanern. Oh, der Team Frag. Ja, noch lit da, Nathan noch, jetzt down. Und Kenny mit der Arbe gegen 3. Kann da an keine Waffe rankommen, an eine andere. Und das ist Runde Nummer 3 für die Amis. Dennoch mit einem schönen Halligo. Mal schauen, ob Very Games da die letzte Runde klar machen kann. Ansonsten 4 T-Runden aus dem Spielfluss heraus, ist in Ordnung. Wenn du da dann noch die Pistole dazu rechnest, bist du bei 7. Je nachdem, wie sie als CT stehen, kann das mit den 4 Runden dann am Ende auch reichen. Oder wieder auf eine Eco hinauslaufen. Boah, Nathan schön den Molly weggeköpft. Pushen einfach offensiv. Jetzt gehen wieder zurück. Auf beiden Seiten einer, der relativ low ist. Wow, bei Very Games Seiten noch mehr. Jetzt wollen sie die Tür raus. Oh, Samples kam hinter ihm. Ah. Beide Cat. RPK verdreht sich da dann noch. Die Bombe ist immer noch down in der Halle. Ha. Von dem Lochspieler da oben von Cat nicht wirklich gut reingeschaut, ob da was Pommes kommt oder nicht. Hat ihn dann nicht rauslaufen sehen. Bisschen spät reagiert da. Very Games, 11 Runden, Area 51, 4 Runden, Halbzeit Nummer 2 in wenigen Sekunden.
damit sind wir back. Wir warten auf den Start hier für die zweite Hälfte. Sollte gleich weitergehen. Die letzten Sekunden laufen. Drei und dann geht's los mit der Pistole in dieser zweiten Hälfte. Very Games mit 11 Runden Vorsprung. Beziehungsweise mit 11 Runden. 7 Runden Vorsprung. So. Ach, sowas. Nee, so habe ich gesagt. Area Games auch über außen. Hat auch Area 51 probiert vorhin, oder? Mal schauen, Dazed wartet da. Kann er, der Außen kann auf jeden Fall sagen, dass die Außen durch sind, der hat die Steps gehört. Aber er weiß nicht, also er weiß, dass was Abgang und sowas ist, aber ich weiß nicht, ob er ansagen kann, dass die auch Cats durch sind, denn da war gerade Gels ein bisschen überrascht. Der CD, der Schacht gewartet hat, ebenfalls. Wird jetzt hier überrannt. Hiko down und Zemphis zusammen mit Dazed am Abgang U-Bahn. Boah, aber zwei richtig low von Mary Games. Und TCK auch noch mit dabei. Senf ist auch low mit 3, Dazed mit 3. So, Bombe konnte zumindest noch gelegt werden und dann Existence und Nathan mit den Kills. Nathan, der dann auch die meisten RP hatte. Ja. War wichtig, dass diese Bombe noch gelegt wurde und dann erst der Frag gefallen ist. Sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen enger werden können, wenn der mit Lower P Existence dann noch hätte Bombe legen müssen. Dann wäre das Zepter wieder in der Hand von Area 51 gewesen. Very Games mit der Möglichkeit jetzt hier eine schnelle zweite Map klar zu machen, ein schnelles Ergebnis zu fordern und dann auf die Map 3, die E-Drain zu gehen. Oh, ein schöner Track von Dazed. Alle Tekken, gelingt ihnen auch, Garrus down und Hiko last. Ja. 13-4. So, und die CTs kaufen gegen. Die Amis wollen da ein bisschen Puffer haben, in der Hoffnung, dass sie jetzt diese Runde gewinnen. Und nicht Very Games die 14. zu geben und sich dann keinen Fehltritt mehr leisten zu können. Würdest du jetzt in dieser Situation, in dieser Runde auch kaufen, oder? Ist halt schwer gewagt, die haben ja fast keine Granaten, die haben nur Double Flash, einer hat noch eine Smoke, du hast halt keinen Molly und gar nichts, ne? Und Call zum Kaufen hätte ich wahrscheinlich nicht gegeben, ne? Denke ich nicht. Nico fällt an der Rampe. Nathan noch mit 81. Das übernimmt gegen Nathan. Und Rampe wird jetzt eingenommen da von Very Games. Und ob sie jetzt direkt gegen Garrus gehen. Nicht, dass er da ist. Oh, hat aber lange für die zwei. So, und da ist noch Dazed aus dem Schacht, kann auch noch mal gute Hits setzen. Nathan noch mit 3 AP mit dem Feind gegen Rampe gegen Zemphis. Und dann ist da TCK noch mit 100. 2 gegen 2 Spiel. Und sie wissen, dass eine Rampe ist. Und deswegen kann Dazed den Druck hier machen aus dem Schacht. Gut, war richtige Entscheidung zu kaufen. Waffen gesammelt. Da war noch eine Farmers. Hä?
Was, hä? Na, ich weiß nicht, was Daystar gemacht hat, weil... Er schmeißt ja jetzt eine Farmers hin, aber er hätte auch eine M4 halt picken können, ist er ja drüber gelaufen. Hat sie aber nicht mitgenommen. Also ob er jetzt unbedingt eine Ave gesucht hat, aber woher? Weiß und Nico kriegt da von zwei Seiten Stress. Auch noch gebankt. Tja, ärgerlich. Nach der Runde sind sie auf jeden Fall auch Money broke. Ja. Das ist halt das Problem, wenn du eine dritte Runde kaufst, selbst wenn du sie holst, jetzt wieder die Waffen verloren. Dadurch, dass man auch vorher nur mit zwei Mann überlebt hat. Jetzt verlierst du diese 14. Runde, musst die 15. herschenken. So hättest du wenigstens halt Doppelkaufrunde ineinander gehabt. Ja, also 14 und 15 meinst du dann, ne? Ja, ich weiß, ich hätte den. Also, es war eine Galil, die da lag, keine M4. Dieses Galil-Model finde ich scheiße übrigens. Aber guck, sonst hätten sie jetzt nämlich mit Full Equip kaufen können, ja? Ja, ja, ist ja klar. Anstatt da in der einen mit der Famas-Runde. Zu dritt. Und 1 zu 2 an der Rampe. Und auch Very Games nutzt halt einfach alles aus. Schieben über außen. Aber Dave macht einen First Trigger an der Rampe. Und Smith mit der Bombe geht oben rum. Mal keine Ahnung, wo die Terrors überall schon sind. Er bekam mit dem zweiten Track in der Runde. Ah, wichtiger Kill von Smith. Bevor sonst die Bombe da verloren geht und TCK über Schacht. Und da ist Runde Nummer 15. 10 Matchbälle hier wieder. Very Games, schnelle Heilrunde zum Abschluss. Sieht so aus. TCK und der fällt. Selbst mit Pumpgun. Er macht halt 3 mit Pumpgun. Wir brauchen halt lange, bis er fällt. Und Existence kann da auch nicht den Kill machen. Nathan. Schneller Plan. Mal gucken, ob er das One on Two runterspielen kann. 21 HP hat Dazed und Hiko mit 100. Nathan mit 12. Oh, okay, ey, ist vorbei. Das sind so Idioten, ne? Ey, nicht deren Ernst.
Da fällt mir auch nichts mehr ein. Meine Güte. Ja. Hast du eins weggespielt angeblich? Ne. Ein Train ist die Decider Map. So ist es. Also, Train kommt rein. Wir warten auf das. Ja, auf die dritte Map. Very Games. Gewonnen gegen Area 51. Damit steht es 1-1 hier im Map-Vergleich. Und dritte Map, die Entscheidungsmap. Die Train. Wer zieht ein ins Grand Final vom ESEC? Very Games oder die Amerikaner von Area 51? Wir sind gleich wieder da.